Aber ich habe gestern Abend komplett mal durchgehört und es ist ja schon so ein melancholisches Gefühl die ganze Zeit mit dabei. Widerspiegelt dich das dann auch oder wie du dich fühlst oder bist du eigentlich nur musikalisch gesehen jetzt eher auf der ruhigeren Schiene? In Wirklichkeit bist du aber ganz fröhlich. Würde ich so sagen, ja. Man verarbeitet natürlich sehr viele Sachen als Musiker oder ich zumindest in meinen Texten, wie man selber Dinge auffasst oder wie man auch Freunde beobachtet, wie sie mit Dingen umgehen und das verarbeitet man dann auf der Platte. Was zum Beispiel? Zum Beispiel den Verlust von ganz lieben Menschen, wenn sie entweder einfach gehen müssen, ja, oder Beziehungen, wenn die mal besser laufen, mal nicht so, wie man damit umgeht. Also man bekommt ja oft mit, wie man in guten Zeiten, das alles ganz toll, das ist ja auch ganz einfach, aber wie man dann auch in schwierigen Zeiten mit Würde die Sache übersteht. Und das fällt uns allen nicht immer so leicht. Du bist in einer festen Beziehung, oder? Ja, ja. Findet dein Freund dann das nicht komisch, wenn er merkt, wenn er jetzt ein Lied hört, wahrscheinlich hört das ja, hat das schon längst gehört und jetzt merkt er, ups, das waren ja wir so vor einem halben Jahr oder vor 2 Jahren. So, das war wohl eine Phase, wo irgendwie was war. Wie findet er das? Das gab es bis jetzt noch nicht wirklich. Also er beobachtet die ganze Sache und findet es eigentlich ganz gut. Wenn das Liebe ist, warum bringt es mich um den Schlaf? Wenn das Liebe ist, warum raubt es mir meine Kraft? Jetzt hast du ja mit Glashaus ziemlich erfolgreich gearbeitet und viele kennen dich jetzt gerade in der letzten Zeit daher. Jetzt war da natürlich Moses Pelham fest drin und es waren ja im Endeffekt seine Texte hauptsächlich, die ihr gemacht habt. Die Beats waren auch von jemand anderem. Was ist der große Unterschied für dich jetzt zu Glashaus? Bist du anders jetzt? Ich finde schon, also ich bin selbstständiger, ich verstecke mich auch nicht mehr hinter dem Moses. Das habe ich ja dann damals auch gerne gemacht. Und auch die Stücke sind zwar aus dem Leben gegriffen und auch manchmal traurige Themen dabei, aber es fordert, glaube ich, nicht dazu auf, sich in Mitleid zu suhlen. Also es fordert schon auf, dann so hier nach vorne zu gehen und die Sachen dann auch manchmal auch so zu belassen, wie sie sind und sich selber auch ein bisschen mehr zuzutrauen. Ich kann dir nicht erklären, wie deine Ansicht mich verlässt. Ich schenke dir mein Herz, denn meine Hoffnung stirbt so. Ich habe die Biografie von Bushido gelesen und dir wird ja ein komplettes Kapitel gewidmet. Im das Endeffekt die Geschichte. Wie? Das wusste ich wirklich nicht. Also du bist doch ein guter Kumpel eigentlich von Bushido. Bin ich, aber wir ziehen uns da nicht wirklich rein. Also wir sind da füreinander und wissen eigentlich auch ohne zu viel miteinander zu sprechen, dass wir uns sehr gern haben. Aber das wusste ich jetzt wirklich nicht. Die Geschichte geht, glaube ich, bei einem Konzert gab es irgendwie Schwierigkeiten mit ein paar Leuten draußen, die irgendwie Beef wollten. Aha. Und da war, glaube ich, auch noch Azad im Spiel, kann das sein? Und Azad wollte dann dir nicht helfen, aber Bushido ist rausgegangen und hat dann praktisch das wieder geklärt, dass wenn jemand Probleme mit dir hat, hat er automatisch auch Probleme mit Bushido und dann sind sie abgezogen praktisch. Also ich werde schon gut beschätzt von ihm, ja. Ja? Ist es so? Ja. Jetzt wird ja die Biografie verfilmt. Okay. Ja, wenn es jetzt um ein Kapitel natürlich um dich geht und er spielt sich ja selber, ja, bist du dann auch mit dabei und das spielst dich selber? Weiß ich nicht. Ja, aber die fangen doch jetzt schon an zu drehen. Also du wurdest noch nicht gefragt oder so, oder? Bis jetzt noch nicht, nein. Würdest du denn mitspielen, wenn sie dich fragen? Ach, es wäre interessant, sicherlich, ja. Aber es wäre auch komisch, sich selber da zu spielen. Also ich würde bestimmt mal reingucken. Gab es mal eine Nummer oder so, wo du gesagt hast, die hat im Studio super geklappt, weil da singt man es ja nicht in einem durch, sondern macht ja eigene Parts. Und dann warst du plötzlich auf der Bühne und hast gemerkt, Alter, ist das aber anstrengend. Das ist noch nicht passiert, aber es wird passieren. Also gerade Engel und vor allem nach oben, wie gesagt, diese hohen Töne, ich meine, wenn ich dann warm gesungen bin und auch meine Nervosität gut im Griff habe, dann hoffe ich, dass das funktioniert. Aber ich nehme auch weiterhin fleißig Unterricht. Also. Was? Ja, natürlich. Du nimmst Gesangsunterricht? Man hört nicht auf, natürlich. Aber was bringt dir denn bei? Du singst seit 11 Jahren im Profibereich. Das bringt, ja, aber manchmal gerade diese Nervosität, also auch alleine live vorne zu stehen, das bin ich jetzt auch noch nicht so gewohnt. Es gibt immer noch Atemübungen, die man lernen kann. Also ich für mich kann nicht genug lernen. Es gibt immer wieder was Neues. Respekt. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass du noch... Doch, auch sehr gerne, sehr gerne. Das ist natürlich wie ein Sportler, der immer wieder was üben muss, um dabei zu sein. Also muss die Stimme schon pflegen. Wäre so eine Castingshow eigentlich was für dich gewesen, als du ich 17 warst? Nee? Nein. Du hättest die doch verzaubert mit deiner Stimme. Ich wäre da viel zu nervös gewesen.
Das hätte ich, glaube ich, nicht wirklich hingekriegt, nee. Wenn der Bushido mitgegangen wäre, dann wäre es hier gut gegangen.